Hallihallöchen und willkommen zurück zu Life is Strange True Colors. Wir nähern uns dem Ende des Spiels. Das Ende der letzten Folge war spektakulär. Ich bin immer noch fix und fertig von dem, was uns passiert ist. Und ich glaube, dass das fünfte Kapitel, in das wir jetzt starten werden, das letzte ist, soweit ich weiß. Also es wird nochmal spannend. Ich bin gespannt, was mit uns ist. Leben wir noch? Müssten wir ja eigentlich, sonst wäre das Spiel, glaube ich, zu Ende. Hoffe ich. Ich meine, es gibt ja auch verschiedene Enden. Ich weiß noch nicht, ob wir ein gutes oder ein schlechtes Ende erwischen. Das ist... Ich bin gespannt. Okay, wir fahren mal fort und springen direkt in Kapitel 5. Seite B. Okay, ich bin gespannt. Ich habe Angst, ne? Ich habe echt Angst, was passieren wird hier. Willkommen zurück, Alex. Willst du über deine Zeit in Colorado sprechen? Fangen wir doch mit etwas Positivem an. Was hast du aus deiner Zeit in Haven Springs gelernt? Nichts, genau. Keine Angst vor Emotionen zu haben, Bedeutung eines Zuhauses. Ja, eigentlich beides, ne? Wir haben gelernt, wie schön es ist, einen festen Platz kennengelernt zu haben, wo wir wohnen können, mit Freunden, aber auch keine Angst vor Emotionen zu haben. Ich würd mal sagen B. Weil ich glaube, das ist das, was sie am meisten beschäftigt. Dieses Emotionen, ne? Sie hat immer gesagt, das ist ein Fluch. Und irgendwann hat sie es ja als Gabe gesehen. Wir nehmen mal B. Ich habe gelernt, Gefühle zuzulassen. Denke ich. Und das, ohne Angst davor zu haben. Könnte man behaupten, dass diese alten Ängste begründet waren? Was resultiert aus dieser Spannung? Ich meine, ich bin stolz, dass du es versucht hast. Du hast einigen Menschen geholfen. Warst einem Geheimnis auf der Spur. Hast einen süßen Jungen geküsst. Aber Alex... Jetzt stehst du wieder ganz am Anfang. Nein, wir haben so viel dazugelernt. Wir sind nicht am Anfang. Nein. Ich gehöre nicht hierher. Oder so. Wenn das wahr wäre, Alex, wüsstest du, dass du nur mit einem Stuhl sprichst. Was? Was zur Hölle passiert hier gerade? What the fuck? Ja, genau. Danke. So sehe ich das nämlich auch. Unsere Gitarre. How are you feeling today? Okay, wir gucken uns mal um. Sehe ich so aus? Wirklich? Hey, meine Gitarre. Klopf, klopf. Klopfen wir mal? Jen? Mein Gitarrenkoffer hat noch nie von mir gehört. Sicher. Okay, ein Zahlenschloss. Wenn wir einen Code wahrscheinlich rausfinden.
Was zur Hölle geht hier vor sich? Das ist aber auch wunderschön. Ein Ordner. Alex Chen. Oh, ist nicht das vom Deputy? Ich glaube, das bin ich. Fall Nummer 53322. Das könnte natürlich der Code sein für den Koffer. Tonbankgeräte. Computer. Okay, wir gucken mal rein. Alexandra. Achso, warte. Auf Deutsch. Name: Alexandra Alex Chen. Alter 21. Geschlecht weiblich. Symptome: emotionale Instabilität. Gelegentliche Wutausbrüche. Halluzinationen visuell. Halluzinationen oral. Wahnhafte Ideenbildung, Depression, Beklemmung, Diagnose unbekannt. Dass man sie wo hineinwirft? Anmerkung: Alex erlebt die detailreiche und robuste Wahnvorstellung, dass sie die Emotionen anderer Menschen lesen kann und glaubt, dass sie aufgrund dieser Fähigkeit auf einzigartige Weise dafür gerüstet ist, anderen beim Überwinden ihres emotionalen Traumas zu helfen. Es fällt schwer, die Ironie zu übersehen, dass jemand, der so dysfunktional wie Alex ist, die Rolle des emotionalen Beraters einnimmt. Wäre sie nicht unter meine Aufsicht zurückgekehrt, wäre es nicht übertrieben anzunehmen, dass ihre waghalsigen Versuche, ihre Freunde und Familie zu reparieren, zu Verletzungen geführt hätte? Ich glaube, dass Alex' Wahnvorstellungen eine Bedrohung für ihr Wohlergehen sowie das anderer sind. Daher empfehle ich, dass Alex in eine endlose Grube geworfen wird, dass ihre Knochen an jedem hervorstehenden Brett und übrigen Ziegel brechen, bis sie in der Dunkelheit unter der Welt in Vergessenheit gerät. Dies ist meiner professionellen Meinung nach das menschlichste Vorgehen für sie. Bitte? Okay, das kann hier, also, das kann hier alles nicht echt sein gerade. Ich kann mir vorstellen, dass wir mit dem Kopf so hart unten in dieser Grube auf dem Boden geklatscht sind, dass wir gerade so ein bisschen dusselig im Kopf sind. Familienfotos. Okay. Dr. Lin hat unsere... nimmt unsere Sitzungen immer auf. Vor 12 Jahren machte ich einen Fehler. Und diesen Fehler kann man nicht rückgängig machen. Weißt du, liegst mir am Herzen. Nach all dem, was passiert ist, will ich nur, was das Beste für dich ist. Okay. Die gehören nicht... Dr. Lin. Das ist ein Wirbel. Oh, unser Telefon. Okay, wir können hier was nehmen. So, das Bild. Okay. Brauchen wir wahrscheinlich für die Gitarre, genau. Jetzt möchte ich aber erstmal kurz in mein Handy dann gucken. Okay, My Blog, nur Dr. Lin. Gesucht. Eine vermisste Patientin hört auf Alex. Sie hat immer an der Tür gekratzt und versucht rauszukommen, aber sie wurde entkrallt. Also ist ihre Fähigkeit, sich selbst zu versorgen, minimal. Falls ihr sie seht, seid vorsichtig, wenn ihr euch nähert. Sie wird freundlich und normal erscheinen, doch sie hat in der Vergangenheit einige Verhaltensstörungen gezeigt. Bitte helft mir, meine Patientin zu finden. Ich mache mir wirkliche Sorgen.
Wie bin ich überhaupt wieder hier gelandet? Ja, eben. Aufgepasst, Bewohner. Bitte heißt erneut Alex Chan im Gruppenwohnheim Helfende Hände willkommen. Wir freuen uns, sind aber nicht überrascht, dass Alex sich erneut in der lächerlichen und unentrinnbaren Umarmung unserer Einrichtung wiederfindet. Was ist denn das hier? Angesichts der neulichen Aufregung ist dies ein guter Zeitpunkt, Helfende Hände Bewohner daran zu erinnern, dass der Impuls, unsere Einrichtung zu verlassen, obwohl verständlich, am besten unterdrückt wird. Denkt daran, die Welt da draußen hat Zähne und unstillbaren Hunger und ihr seid weich, langsam und appetitanregend. Warum sich in ihren Schlund werfen? Werft euch stattdessen in meinen. Irgendwas läuft hier ganz außerordentlich falsch. Ich bin mir gerade voll nicht sicher, ob das hier... Das kann hier nicht Realität sein. Ich muss hier irgendwie weg. Ja, wir kümmern uns aber erstmal um den Koffer. Wir kennen ja jetzt unsere Nummer. Ach, ich muss die selber eingeben. Ja, warte, muss ich nochmal gucken. 5-3-3-2-2. 5-5-3-3-2-2. Ey, Gitarre-chan. So, Ding wieder dran schrubbeln. Haben wir ja zum Glück deinen Bilderrahmen gefunden. Oh, mach das doch direkt, Alex. Wir könnten spielen. Wir könnten sie auch erstmal reparieren. Sehr schön. Gabe hat mir diese Gitarre geschenkt. Aber er hat mich nie spielen hören. Dann spielen wir doch mal eine Runde. Oh, das klang nicht gut. Gut. Oh. Ja, wir sind so mit dem Kopf aufgeklatscht. Na, guck mal, das ist wieder zurück. Ich wollte schon sagen. Wir leben noch. Na, Gott sei Dank. Nicht so gut. Oh, vorsichtig, Alex. Nein, 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 nein. Halt dich fest! Oh Gott, ey. Und noch eine Etage tiefer. Ganz toll. Und da sind wir zurück. Natürlich. Warum haben wir im Kopf aufgeschlagen? Psst. Alex. Gabe? Du bist tot. Und? Viele Leute sind tot, Alex. Die meisten. Wo sind wir? Sieht aus wie ein Krankenhaus. Dr. Mendes auf die Intensivstation. Dr. Mendes auf die Intensivstation. Ja. Ist ein Krankenhaus. Gabe. Also, was ich weiß, ist,
Du bist 10, ich bin 14. Unsere Mutter ist krank. So wie unser Vater, aber das ist eine andere Art Krankheit. Spiel deine Rolle. Au! Gabe, warum? Ich habe nichts getan. Hör auf! Hört auf damit. Papa. Benehmt euch. Alex, sieh nach deiner Mutter. Okay. Sie war direkt da drüben und hat auf mich gewartet. Okay, wir gucken uns aber erst wieder um. Heieiei, also ich glaube, wir durchleben hier gerade einiges. Das Bild, das mir beigebracht hat, dass Kunst manchmal scheiße ist. Ja, sehr schön. Dass sich gerade hier einiges bei uns im Kopf abspielt, wahrscheinlich durch den Schlag auf den Kopf oder so. Gabe und ich haben hier nach der Schule immer Animes geschaut. Sehr gut, sehr gut. So verbringt man die Zeit nach der Schule. Wir konnten uns eigentlich kein Einzelzimmer leisten. Wir hatten einfach Glück. Die Mama scheint sehr krank zu sein. Mama hat immer mit ihren Schlüsseln gespielt, wenn sie sich Sorgen gemacht hat. Gabe, Alex, ihr müsst ganz genau zuhören. Wir haben beängstigende Neuigkeiten und ich werde etwas Zeit im Krankenhaus verbringen müssen. Was? Mama? Geht's dir gut? Ganz ruhig. Alles wird wieder gut. Hörst du? Die Dinge werden sich ändern. Für eine Weile. Aber mir wird es wieder gut gehen. Scheinend ja nicht. Zeitschrift. Wir haben so viel Zeit hier verbracht, dass ich irgendwann jeden Artikel auswendig konnte. Gabe meinte, der wäre voller Nadeln. Das hat mir mega Angst gemacht. Okay, haben wir noch was? Den Ventilator. In diesem Zimmer war es immer viel zu heiß. Den Vorhang. Sie ist genau dahinter. Wollen wir das? Wollen wir dahinter gucken? Der Grauen für jedes Kind, ne? Seine Mutter so zu sehen. An Kabeln, an Maschinen. Was haben wir hier noch Schönes? Hallo. Wie viele Nächte Papa in diesem Zimmer verbracht hat. Er musste auf einem unbequemen Stuhl schlafen. Und es gab jeden Abend nur Essen aus dem Automaten. Es hat was Beängstigendes und Seltsames, den eigenen Vater weinen zu sehen. Ja, da kommen wir nicht hinter. Mama. Jedes Mal hatte ich Angst, dass ich sie zum letzten Mal sehen würde. Hi, Mom. Mom? Mom? So ein mutiges Mädchen. Wie bist du nur so mutig geworden? War das wirklich so? Hast du nicht etwas vergessen? Au! Gabe, warum? Ich habe nichts getan. Hör auf! Hört auf damit. Papa,
Benehmt euch. Alex, sieh nach deiner Mutter. Okay. Nochmal von vorne, haben wir irgendwas falsch gemacht? Moment. Habe ich was verpasst? Genau. Leere Bett, das Kunstwerk haben wir uns angeguckt, den Fernseher, die Schlüssel. Jetzt haben wir hier noch Wasser, vielleicht sollen wir das mitnehmen. Egal, wie viel Mama getrunken hat, ihr Hals war immer trocken. Okay. Okay, wir probieren es nochmal. Papas Reisetasche, die Taschentücher hatten wir. Hi, Mom. Soll ich ihr das Wasser holen? Mom? Mom! Wasser, Alex. Hol ihr etwas Wasser. Okay, wir holen ihr das Wasser. Oh, lauf! Schnell! Gib Mama das Wasser. Fast nie geweint. Selbst als du ganz klein warst. Weißt du das? Das war meine größte Herausforderung mit dir. Wie kümmert man sich um jemanden, der schon so stark ist? Starkes Mädchen. Ich will, dass du mir etwas versprichst. Dein Bruder, dein Vater, sie werden dich brauchen. Sei stark für die beiden. Wirst du das für mich tun, Alex? So ein mutiges Mädchen. Wie bist du nur so mutig geworden?
Wo sind wir denn jetzt? Uns in der Wohnung? Wahrscheinlich, ne? Nachdem Mutter gestorben ist, ist ja alles so ein bisschen den Bach runtergegangen. Es war mal eine sehr glückliche Familie. Juju! War das euer letztes Gespräch? Mom. Ich glaube schon. Vermisst du sie? Gabe, was passiert hier? Du bist 11, ich bin fast 15. Papa und ich sind Zeitbomben. Du rennst hin und her und versuchst ständig, uns beide zu entschärfen. Das wird jetzt richtig beschissen. Na, ganz klar. Spiel deine Rolle. Ja, alles ist auseinandergebrochen, seitdem die Mutter dann verstorben ist, ne? Es gab nur eine Sache, die man tun konnte, wenn sie so drauf waren. Die Musik aufdrehen und es abwarten. Okay, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Da gucken wir, wie es jetzt hier mit Alex weitergeht. Ich hör einfach nur auf die Musik. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob sie da gerade im Prinzip durch so eine Therapiestunde geht. Dr. Lin sagt so von wegen, ne, versetz dich nochmal in deine Kindheit, wie war die und die Situation und wir spielen das nach. Ist ja auch so ein Therapieding, ne, dass man solche Situationen dann nachspielt. Einfach nur auf die Musik. Machen wir sofort. Übertöne die Wut. Oder hat sie wirklich jetzt so einen Schlag auf den Kopf gekriegt, dass sie da das alles nochmal durch... Das Spiel macht mich fertig, ne? Ich bedanke mich auf jeden Fall an dieser Stelle fürs Zusehen. Wir gucken in der nächsten Folge, wie es dann weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Lü.